Am 29. Januar 1943 machten Kinder beim Spielen im Südosten Berlins einen grauenhaften Fund. Unweit des Krankenhauses lag, von Kratzern und Hämatomen übersät, die nackte Leiche einer Frau. Die Tote wurde als die 51-jährige Rentnerin Frieda Rösner identifiziert. Sie war brutal vergewaltigt und anschließend mit einem Halstuch erwürgt worden. Der Kriminalkommissar Heinrich Franz begann mit den Ermittlungen und präsentierte nach einigen Wochen einen Verdächtigen. Bruno Lüttke, ein Hilfsarbeiter aus Köpenick. Im Zuge der Verhöre gab er schließlich zu, seit 1924 insgesamt 84 Morde begangen zu haben. Das machte ihn zum schlimmsten Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte. In den 1990er Jahren wurde er durch eine Studie an der Universität Jena und Siegen entschuldigt. Zweifellos war Bruno Lüttke ein Opfer und kein Massenmörder. Doch wie konnte das sein? Ein Opfer war Bruno schon Jahre zuvor gewesen. Als der Sohn eines Wäschereibesitzers war er als Kind nach einem Sturz geistig eingeschränkt. 1938 wurde er wegen kleineren Diebstählen erstmals straffällig, doch durch seine geistige Einschränkung ließ man ihm seine Freiheit. Dadurch allerdings geriet Bruno auch in den Fokus des Gesetzes zur Verhütung von erbkranken Nachwuchses, welches damals noch in Kraft war. Eine Zwangssterilisation wurde angeordnet und 1940 auch durchgeführt. Bei seinen Ermittlungen stieß Kommissar Franz auf Bruno, der als Kutscher arbeitete und von dem es hieß, dass er in seiner Freizeit als Spanner durch die Gegend zieht. Obwohl sich weder die Familie, die Nachbarn, ja nicht einmal die örtliche Polizei Bruno als Gewalttäter vorstellen konnte, machte Kommissar Franz ihn zum Hauptverdächtigen und lud ihn im März 1943 zum Verhör. Auf dem Revier gewann Kommissar Franz dann durch übermäßige Nettigkeit das Vertrauen von Bruno und überzeugte ihn, die Taten, die er angeblich getan haben sollte, zu gestehen. Von Nettigkeit überrumpelt, bekannte sich Bruno dann für 84 Morde. In mehreren Dutzend Fällen zeigte selbst einfachste Recherche, dass Bruno die Tat nicht begangen haben konnte. 53 Morde und 3 Mordversuche standen am Ende im Protokoll. Einwände von Kollegen, die mit jenem nicht einverstanden waren, bügelte Rechtskriminaldirektor Arthur Nebe weg. Es kam nie zu einem gerichtlichen Verfahren. Kommissar Franz forderte in einem Schreiben an den obersten Polizeichef Heinrich Himmler angeblich, dass der bestialische Massenmörder und Frauenschlechter Bruno Lüttke seine scheußlichen Verbrechen wenigstens mit einem schlimmen Tod bezahlen sollte und daher bei lebendigem Leibe verbrannt oder gevierteilt werden soll. Doch Himmler machte den Vorgang zur Geheimsache und ließ Bruno ins Kriminalmedizinische Institut der Sicherheitspolizei in Wien überstellen. Dort erkannte man den 35-Jährigen als ideales Versuchskaninchen für ein Experiment mit vergifteter Munition, welche für ein Attentat entwickelt und später auch eingesetzt wurde. Er kam dort kurz nach seinem 36. Geburtstag ums Leben. Was denkt ihr über den Fall von Bruno? Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, schreibt es in die Kommentare und lasst gerne ein Abo da. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.